Hallo, hier ist Tiptop Tube. Ich bin Ash. Und ich bin Max. Und heute machen wir mal was ganz anderes. Mhm. Wir backen Pizza. Ja. Aus eigener Küche. Ja, ganz genau. Und zwar ist das eine ganz einfache Pizza. Genau. Was wollt ihr drauf haben? Salami und Käse. Genau. Und dafür nehmen wir hier einmal 1 Kilo Mehl, eine Packung Hefe, ein bisschen Tomatenmark. Und Käse. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz und 600 Milliliter Wasser. Was kommt als erstes? Ein ganzes Kilo Mehl. Genau, 1 Kilo Mehl kommt direkt in die Mischmaschine rein. Jo. Der Staub, pass auf. Und jetzt die Hefe. Mhm. Rein in 600 Milliliter Wasser. Jetzt wird die Maschine eingeschaltet. Und jetzt kommt das Wasser. Darf ich das reintun? Jetzt musst du noch ein bisschen durchrühren. Und das sieht total eklig aus. Ja. Jetzt kommt noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz. Und wer knetet den Teig? Ich. Ein bisschen Mehl in die Hände. Jetzt wird geknetet. Und Ash, willst du nicht auch ein bisschen kneten? Ja. Das ist warm, irgendwie. Ja. Wir haben den Teig auch einmal geteilt. Jo. Eine Hälfte wird hier von Starkoch Ash geknetet. Ja. Und die andere Hälfte wird hier von Pizzabäckermeister Max geknetet. Ja. Also erstmal flach machen, dann falten und weiter flach machen. Gute Idee. Und so muss das richtig schön lange geknetet werden. Das ist ja jetzt in 2 Teile geteilt. Und jeder davon wird ein ganzes Backblech. Oh. Also man kann 2-mal Pizza machen oder vielleicht auch auf der 2. Hälfte ein leckeres Brot. Das geht auch. Ja. Und jetzt wird er ausgerollt. Wir brauchen ein backblechgroßes Stück Teig. Ja. Das müsste passen. So, und jetzt kann sie belegt werden. Und jetzt ist Ash dran, seinen Teig platt zu rollen. Das sieht sehr gut aus. Du musst jetzt nur noch ein bisschen platt gerollt werden. Du machst das sehr gut. Genau. So, jetzt ist sie genug ausgerollt. Dann kommst du zu der anderen Pizza, wo sie ein bisschen gehen kann. Und jetzt machen wir dann die Soße ran. Ja. Also, Ash macht die Tomatensoße. Ja. Und Max macht eine andere Soße. Und zwar nehmen wir dafür Frischkäse. Wie eklig sieht das denn? Und hier nimmst du jetzt auch mal einen Teelöffel voll mit Frischkäse da rein. Vielleicht noch einen zweiten dazu. Wir haben jetzt eine Schüssel mit Frischkäse und eine Schüssel mit Tomatenmark. Da kommt jetzt in beiden Fällen ein bisschen Wasser dazu. Schön durchrühren jetzt, damit die Soße richtig lecker wird. Letztes kommt in die Soße noch ein bisschen Salz rein. Jo. Und hier kommt auch ein bisschen Salz dazu. Jetzt kommt die Tomatensoße auf die Pizza drauf. Ja. Das geht gut. Kannst du auch nachhelfen mit dem Pinsel. Mit dem Pinsel, kannst du, genau. Nimm den Pinsel, streich alles aus der Schüssel raus. Da sieht die Pizza doch schon echt lecker aus, oder? Mhm. Und jetzt kommt hier noch unsere Frischkäsesoße drauf. Jo. Erstmal alles drauf. Und verstreichen. Und jetzt lassen wir die Pizza noch ein bisschen weiter gehen. Ja. Jetzt kommen wir nächste Schritte Richtung Pizza. Ja. Hier haben wir unsere Käse und das wird jetzt gerieben. Genau. Hier ist auch die Reibe. Und genau. Dann brauchen wir kleine Käsestückchen. Der erste Käseteller ist fertig. Genau. Und hier wird der nächste Käseteller gerieben. Streut auch nicht was drauf auf die Pizza. Mehr. So. Und jetzt kommt der Belag. Ja. Auf der einen Seite Kochschinken, Mais, Fisch und Zwiebel. Und auf der anderen Pizza Salami und auf der anderen Hälfte gar nichts. Genau. Tomatensoße. So, jetzt ist die Pizza fertig gelegt. Ja. Und kommen wir so auf den Backofen. Max, wenn du davor sitzt, magst du auch die ganze Nacht noch drauf, oder? Nein. Aber die gehört jetzt beiden und du gehört Papa. Jetzt kommt die erste Pizza in den Backofen. Ja. 52 Grad und 20 Minuten. Mhm. Jetzt wird gewartet. Ja, warten. So, die erste Pizza ist fertig und dann kommt noch gleich schon die nächste rein. Ja. Oh. Und oben rauf auf den Herd und dann gleich die nächste hinterher. So und wieder warten. Okay. Und dann warten wir jetzt noch ein bisschen genau und gleich gibt's Essen. Ja. Lecker Pizza. Die zweite Pizza.
jetzt auch fertig? Ja! Und, mal kurz ausmachen. Und jetzt schneiden wir die Pizza. Und jetzt wird aufgefüllt. Ja. Genau, hier ist unser kleines Pizza-Buffet mit unserer fertigen Schinkenpizza mit Zwiebeln und Mais und Fisch mit Zwiebeln und Mais und hier ist die Salami-Pizza und hier ist die Käse-Pizza. Lecker! Dann wünschen wir uns mal einen guten Appetit. Ja. Danke, das war's auch schon von unserem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Hallo, hier ist ZipTopTube. Ich bin Ed. Und ich bin Max. Und heute machen wir... Hallo, hier ist ZipTopTube. Ich bin Ed. Und ich bin Max. Und heute machen wir... Mann, ich sag das. Wir sagen ja nicht Kopfprofis. Doch. Nee. Doch. Ja. Hallo, hier ist ZipTopTube. Nochmal. Was machen wir als erstes? Ein Mixer vielleicht? Ja. Was kommt als erstes? Mehl. Ein ganzer Kilo. Das Aufmessen. Ja. Staub nehmen. Jetzt wird die Maschine angemacht. Und der Teig muss jetzt noch ein bisschen geknetet werden. Weißt du? Wir haben den Teig jetzt ordentlich geknetet. Und jetzt wird er ausgerollt. Wenn du so weitermachst, ist die auch gleich fertig. Das Blech wird langsam immer schwerer, weil noch immer mehr raufkommt. Ja, genau. Wer schneidet die Zwiebel? Oh, du auch mal. Oh, nee, danke. Kannst du gerne machen. Auf eine Hälfte nur Salami hier und auf die andere Hälfte gar nichts. Und wie ist sie geworden? Lecker. Ja, ne? Super, super. Spitze, klasse. Das sieht man. Du haust ja auch nicht rein.